Da beim letzten Was wäre, wenn in The Walking Dead sehr viele neue Leute auf diesen Kanal gestoßen sind, bei denen ich erstmal mich bedanken möchte und sagen möchte, hallo, willkommen, falls ihr wieder da seid, kamen auch sehr viele Ideen für neue Was wäre, wenn es in The Walking Dead. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, Kommentare durchblättert und habe da mal einige Ideen rausgeschrieben. Und um eine dieser Ideen geht's hier. Deswegen vorab, wer The Walking Dead noch nicht gesehen hat, ab ungefähr Staffel 4, 3, 4, sollte ab diesem Moment abschalten oder drauf scheißen, gespoilert zu werden, denn es werden jetzt Spoiler kommen. Keine großartig gravierenden vielleicht, aber es werden welche kommen. Denn heute geht es um, was wäre, wenn der Governor Michonne statt Herschel getötet hätte. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wie gesagt, vorab, das hier ist aus einem der Kommentare entnommen worden. Eine sehr geile Idee, fand ich tatsächlich. Es sind mehrere Sachen, die ich auch aufgeschrieben habe, aber das war auch sowas, wo ich dachte, okay. Habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht. Ja, und vorab, wenn euch das Video am Ende gefallen haben sollte, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen oder auch einen Like. Oder, was natürlich noch besser wäre, ihr schreibt gerne auch einen Kommentar, wenn ihr auch eine Idee habt für einen Was wäre, wenn in The Walking Dead. Natürlich auch gerne für Was wäre, wenn es in jeglichen anderen Genre. Schreibt einfach irgendwas rein für eine Serie oder einen Film, was auch immer ihr wollt. Ich nehme mir alles vor. Aber ja, in dem heutigen Was wäre, wenn geht es um Michonne und den Governor und Herschel. Kurz gesagt, ich würde einfach mal bei Herschel starten. Also, am Mitte Staffel 4 kommt der Governor und kommt ins Prison und macht so einen Puff, Punch in die Fresse, hat Michonne und Herschel da sitzen und hält Michons Katana in der Hand. Ja, und in diesem Szenario stellt er sich nicht neben Herschel, sondern neben Michonne. Das Gerede mit Rick geht natürlich weiter und er hackt Michonne den Kopf ab, beziehungsweise an und danach, ihr wisst, was ich meine. Starten wir nun jetzt mal aus Herschels Sicht und soll man sagen, er würde ja leben. Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass er nicht in dem ganzen Kampf sterben sollte, genau wie Michonne irgendwie abhaut und sich irgendwo versteckt und was weiß ich. Abgesehen davon, dass sowohl Beth als auch Maggie unendlich glücklich wären und keinen Mental Breakdown hätten, was man ja einfach mal sagen muss, was Maggie und auch Beth natürlich sehr geformt hat. Natürlich mehr Maggie, was wir gesehen haben. Ich würde sagen, der ganze Kampf findet statt und es passiert alles erstmal so, wie es passieren soll. Ja, Herschel ist halt schon alt und er hat natürlich auch nur ein Bein und sagen wir es mal so, er würde nicht ewig leben, aber er würde ein bisschen weiterleben. Und ich denke, er würde weiterhin als, ich nenne es mal so, gute Seele, gutes Herz der Gruppe dienen. Der war ja immer mehr so der Mensch, der gesagt hat, hier, nee, es muss nicht immer mit Gewalt sein, es geht auch anders, Kinder. Und das, denke ich, wird er weiterhin sein. Er wird mitunter vielleicht, da sie jetzt irgendwo herziehen müssen und sich ein neues Versteck suchen müssen, wird er auch erstmal eine Last sein. Besonders in Terminus, falls er da angekommen wäre, ist schwierig zu sagen, ob er es da lebend oder zumindest heil rausgeschafft hätte. Terminus wäre schon so ein schwieriger Knackpunkt für Herschel gewesen, aber sagen wir auch mal, da würde er auch überleben. Und ja, am Ende wird er dann mit Alexandria und ich denke mal, er würde spätestens nach dem ersten großen Timeskip einfach gestorben sein. Also seine Geschichte ändert sich nicht großartig. Maggies hingegen würde sich schon stark ändern. Ich denke, sie würde weiterhin diese Führungsposition irgendwie bekommen und halten. Aber sie wäre natürlich komplett anders drauf und halt wäre ein bisschen anders, würde ich sagen. Bei Beth, ob sie jetzt davon profitieren würde, schwer zu sagen. Vielleicht doch, weil sie ja nicht so ihren Ich bin angepisst auf alle Trip gehabt hätte, nachdem das passiert wäre, eventuell. Und ja, vielleicht hätte sie überlebt, vielleicht nicht. Bei Beth ist es schwer, sehr, sehr schwer zu sagen, würde ich, bin ich der Meinung. Ja, und das war es dann schon so zu Herschels Seite. Das ist halt eine relativ kurze, normaler Verlauf der Geschichte. Wie gesagt, er wäre auf jeden Fall hier so Alexandria nach im Rat gewesen, so nach dem Motto, er wäre auch gewiss ein gutes Argument gewesen, dass die Gruppe in Alexandria aufgenommen werden würde. Er ist als alter Herr der alten Schule, so nach dem Motto. Aber sonst würde ich sagen, hätte sich nicht gravierend viel geändert. Hingegen auf der anderen Seite, durch Michons Tod wären extrem viele Sachen anders gelaufen. Wirklich unnormal viele. Ich habe mir jetzt mal die wichtigsten, meiner Meinung nach wichtigsten, rausgesucht. Und ja, zum großen ersten Punkt wäre es, naja, wahrscheinlich, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wäre Rick beim Angriff vom Governor wahrscheinlich gestorben. Weil wahrscheinlich der Governor ihn getötet hätte, weil Michonne ihn ja nicht mit ihrem Katana scharschlägt. Heißt, zum einen wäre Rick wahrscheinlich sehr, sehr, sehr hoch wahrscheinlich gestorben und der Governor noch am Leben, sehr wahrscheinlich. Und das ist schon interessant, womit man noch ewig lang weiterspielen könnte. Ich denke mal, der Kampf wäre nicht wirklich anders ausgegangen. Ich denke schon, es ist ja auch nicht wirklich anders ausgegangen. Ich sag mal, es gab ja auf vielen Seiten maximale Verluste
Und unsere Gruppe war ja einfach nur Flucht und Yeet. Aber ich denke, wenn Rick auch noch gestorben wäre, heißt, Michonne wäre getötet worden. Naja gut, die hatten ja noch nicht so die beste Bindung, aber egal. Und dann wäre Rick gestorben. Puh, wäre schon in der Gruppe eine unangenehme Stimmung gewesen. Wodurch natürlich auch viele andere Sachen. Hierzu könnt ihr gerne mal mein anderes Video sehen. Was wäre, wenn Rick nicht aus dem Koma aufgewacht wäre? Das würde nämlich hier gut anknüpfen. Weil es auch ziemlich ähnlicher Verlauf ja dann nachher wäre. Obwohl ja hier Karl zum Beispiel, Karls Entwicklung wäre ja komplett anders. Aber das ist gleich noch ein Punkt. Ja, wie gesagt, Rick wäre tot, der Governor wahrscheinlich am Leben. Aber für dieses Was wäre, wenn, gehen wir einfach mal davon aus, der Governor wäre auch gestorben und der Verlauf wäre einfach weitergegangen. Dann, ja, durch in dem Fall Ricks Tod wäre natürlich Karl noch mehr verstört gewesen. Er war ja schon nach dem Tod seiner Mutter sehr verstört. Und sind wir mal ehrlich, er war auf einem guten Weg, wie Negan es ja auch selbst gesagt hat, ein absoluter Psycho zu werden. Er war auf einem sehr, sehr guten Weg. Und hier gibt es nämlich zu dem Punkt, Michonne war für ihn ja zum einen wie eine Mutter, aber mehr wie eine Freundin, wie eine gute, sehr gute Freundin. Und ich denke viel, also Karl hätte sich sehr, sehr krass verändert, wenn Michonne nicht für ihn da gewesen wäre. Könnte man natürlich sagen, vielleicht wäre Herschel für ihn da gewesen, aber ob das die gleiche Bindung gewesen wäre, ich bezweifle es. Und ja, es sind so Sachen, Kleinigkeiten, Spielereien zwischen den beiden. Einfach Normalität in dieses Leben bringen, hat mich schon halt schon bei Karl sehr, sehr gut geholfen. Und wahrscheinlich auch Karl auf diesen Weg gebracht, auf dem er dann am Ende dann gelandet ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, wäre er dann trotzdem gestorben? Ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, ja, schon irgendwann. Auf die gleiche Art und Weise, ja, weiß ich nicht. Aber ich denke, Karl wäre sehr stark, vor allem nach dem Tod dann seines Vaters, sehr stark kaputt gegangen, sehr gebrochen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr stark durchgeknallt und hätte vielleicht eine Mischung aus Shane und Rick ergeben, sondern vielleicht ein durchgeknallter Psycho, der einfach nicht mehr weiß, wo oben, unten, links und rechts ist. Und es wäre wahrscheinlich sehr schwer gewesen, ihn irgendwie aufzufangen, weil Michonne ja nicht dafür da gewesen wäre. Außerdem wäre Rick nicht gestorben, hätte er auch so niemals eine neue Frau, Freundin gefunden. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, Rick wurde auch, also vor allem sein Charakter so allgemein, wurde schon sehr geprägt durch Michonne ins Positive erhoben, weil er wieder mal einen Sinn im Leben hatte und was wieder was hatte, wofür er lebt und überlebt. Ich denke, viele Entscheidungen, die getroffen wurden, nachdem sie zusammen gewesen sind, waren auch schon wirklich so, okay, ich muss meine Familie beschützen. Wo wir dann nämlich auf den nächsten Punkt direkt kommen, und zwar auch Judith. Potenziell wäre Judith eventuell nicht am Leben gewesen. Na, sie wäre aber auch vielleicht gar nicht erst in dieser Situation gewesen, nämlich die Jocelyn und ihre, ich nenne es mal, Psychokinder. Ist jetzt die Frage, wäre Judith da hingekommen, ich bin mir gerade nicht sicher, wie dieser Ablauf genau war. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Egal, also sagen wir mal bis zu diesem Punkt. Judith wäre nicht am Leben gewesen, wahrscheinlich hätten die umgebracht oder zumindest auf die dunkle Seite korrumpiert. Aber wie gesagt, es wäre vielleicht ohne Michonne gar nicht in diese Situation gekommen. Das sind jetzt alles so eine Spekulation, dafür ist dieses Video gedacht. Also auch an der Stelle gesagt, ne, alles was ich hier sage, ist rein aus meiner Fantasie, meiner Sicht. Wenn ihr anderer Meinung seid, voll cool. Und schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich liebe es von euch, diese anderen Meinungen. Vor allem, wenn ihr andere Meinungen habt, ist es auch interessant zu sehen. Und ich hänge dann auch meistens so und denke so, okay. Jo, die Person hat tatsächlich recht. Das macht schon so mehr Sinn. Also, ne, wie gesagt, eigene Meinungen gerne in die Kommentare. Aber ja, wir sagen einfach mal, Jocelyn und die Psychokinder wären passiert. Und da wäre Michonne halt nicht da gewesen. Und wenn wir dann bei dieser Situation sind, ja gut, RJ wäre auch überhaupt gar nicht gezeugt worden, weil Rick eventuell tot gewesen wäre. Wenn nicht, hätte er keine Frau gehabt, um ein Kind zu bekommen. Heißt, Judith hätte nie ein kleines Brüderchen bekommen, beziehungsweise Karl auch nicht. Und ja, das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt. Und dann kommt es zu meiner Meinung nach dem wichtigsten Punkt. Michonne war in der Serie vor allem gegen Ende, also so Staffel 8, 9, 10, war sie halt ja auch wirklich ein enormes Verbindungsstück zwischen den Gruppierungen. Heißt zwischen Hilltop, Alexandria, Oceanside und dem Königreich. Königreich? Königreich? Die war ja so ein, ich würde es einfach mal nennen, wie so ein Diplomat. So, also sie war irgendwie so das Verbindungsstück zwischen allen, weil niemand hatte mit ihr Probleme. Sie war immer so dazwischen am Reisen und Vermitteln auch oft. Also man muss allgemein sagen, Michonne war ein Charakter, der nicht, vor allem in den ersten paar Staffeln, wo sie da war, der wirklich nicht effizient wichtig war, bis auf 2, 3, 4 Punkte. Aber an für sich war sie immer so ein untergrundwichtiger Charakter. Also sie hat sehr viele Dinge beeinflusst, vielleicht nur durch ihre Anwesenheit, aber auch durch ihres leichtes Eingreifen, durch ihre leichte Anwesenheit. Was, wie gesagt, auch sowas wie Alexandria, Hilltop, Kingdom und. Ne? Michonne war, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähnlich wie Herschel, so der gute Geist. So. Sie hat auch Judith, ja, wie viele gute Räte,
Räte gegeben, die sie geformt haben und zu der Judith gemacht haben, wie wir sie jetzt am Ende kennen. Und überhaupt sehr viele Leute, die haben sich halt eine Meinung bei mir schon geholt. Ne? Weißt du, so hier, jo, was sagst du dazu? Hier, ich sehe es so und so, ich würde so und so machen. Die war vor allem, wie gesagt, gegen Ende so ein riesiger Charakter, der nicht wirklich viel On-Screen-Power hatte, so, weil sie halt nicht so irgendeine Gruppierung geleitet hat. Das eine war halt Rick, das andere war Maggie, das andere war Ezekiel und so weiter. Aber sie war halt so das Verbindungsstück unter allen irgendwie. Und wie gesagt, auch für jeden halt so zu beraten zur Seite gestanden. Und ja, das wäre halt alles nicht passiert. Das wäre alles nicht passiert. War wahrscheinlich jetzt auch eine sehr kurze Was-wäre-wenn-Folge eventuell, weil man muss auch sagen, Michonne hat jetzt, wie gesagt, nicht so die mega großen, heftigen Plots. So 2, 3, 4, 5, wie ich sie auch schon aufgezählt habe, auf jeden Fall. Aber ich persönlich finde, es wäre schon sehr viel anders passiert, aber halt jetzt nicht so viel, wie wenn ich als Beispiel Daryl aus der Serie rausnehme. Ich glaube, wenn Daryl zum Beispiel aus der Serie rausgenommen wäre, das nochmal ein komplett anderer Verlauf. Bei Michonne ist es vielleicht Kleinigkeiten, die getwistet werden, aber auch schon, also Kleinigkeiten, aber halt, die eine große Wirkung haben. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, mehr gibt es da so eigentlich gar nicht zu sagen. So, das war jetzt zumindest meine Sicht, so was wäre, wenn das so gelaufen wäre. Und wie gesagt, für mich halt der größte Punkt am Krieg gegen den Governor wäre Rick tot. Und der Governor wahrscheinlich am Leben, wenn er nicht dann doch von unserer restlichen Gruppe da gekillt worden wäre, aber er wäre tot. Also Rick und der Governor am Leben und das wäre schlecht. Obwohl, das wäre auch geil, so ein Governor gegen Negan, das hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, checkt es gerne mal aus. Aber so grundsätzlich Governor gegen Negan, so ein Ash, oder wären aufeinander getroffen oder miteinander. Das wäre natürlich auch interessant, was wäre, wenn der Governor und Negan gemeinsame Sache gemacht hätten. Wenn die Idee euch gefällt, lasst gerne ein Like da, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare, wenn sie euch gefallen hat, die Idee. Ja, wie gesagt, wenn das Video euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Schreibt gerne eure Meinung rein. Schreibt gerne rein, was für euch vielleicht doch noch essentiell wichtiger gewesen wäre. Und wie gesagt, ganz wichtig, schreibt bitte gerne weiter solche Vorschläge rein. Es ist unfassbar geil, die Kommentare zu lesen. Es macht mir so viel Spaß. Also auch mal kurz, um zu twisten, der Kanal momentan macht mir unfassbar viel Spaß, weil ich sehe, es sind so viele Leute, die es wirklich stark interessiert. Und ich kriege halt auch so gutes Feedback von euch. Also wirklich, ne, Kuss geht raus. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so krass schnell explodet. Aber ja, wie gesagt, wenn euch mehr solcher Videos hier interessieren, ich habe schon ein paar auf dem Kanal. Und falls ihr damit nicht zufrieden seid, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da, denn solche Videos hier, vor allem momentan zu The Walking Dead, weil ich voll in The Walking Dead drin bin, werden definitiv öfter kommen. Und wie gesagt, ihr könnt Teil davon sein, indem ihr einfach hinschreibt, yo, mach mal, was wäre, wenn das und das. Oder nehme ich den Kommentar dran, so wie diesen hier. Und ja, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ich will das Video jetzt nicht noch länger strecken, als es vielleicht schon ist. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns nach wie vor im nächsten Video wieder. Hoffentlich. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Und dann immer noch hier auf derselben Couch tatsächlich. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.